Okay, also das ist gar nicht schön. Das ist nicht gut. Hallo zusammen. Aktuell bei Lidl im Angebot ist eine Kantenfräse von der Firma Parkside. 12 Volt System, kostet ohne Akku und Ladegerät knapp unter 50 Euro, aber mit Akku und Ladegerät sind wir dann bei knapp unter 70 Euro. Also ein verführerischer Preis, gibt auf dem Markt aktuell nichts Vergleichbares. Und ich bin ja eigentlich immer so hier nach dem Motto unterwegs, wir wollen mit möglichst wenig Werkzeug und auch mit einem geringen Budget trotzdem schöne Möbel bauen. Schauen wir mal, ob wir das hiermit auch können. Wäre eine klasse Geschichte. Da müssen wir uns alle kein Festool mehr kaufen. Kriegen ein kleines Köfferchen dazu. Keine L-Box, kein Sustainer, aber ich denke mal, das ist verständlich. So viel kosten die nämlich schon. Ja, was haben wir hier? Eine Gebrauchsanleitung. Wir haben hier die Fräse. Wir haben einen Parallelanschlag. Nennen wir mal Parallelanschlag. Okay. Dann haben wir hier eine Absaugung. Das ist, glaube ich, im Gegensatz zu einigen anderen Kantenfräsen, die sich auf dem Markt befinden, gar nicht so schlecht. Und unglaublich zu dem Preis gibt es tatsächlich auch noch ein Set an Fräsern. Naja, okay, schaut euch mal hier vorne den Fräser für Hohlkehlen an. Da fällt mir doch direkt schon ein nettes Detail ein oder auf. Ja, zwei nicht ganz so schöne Überraschungen haben wir hier. Zum allerersten hier oben die Schraube für das Kugellager. Ja, sitzt komplett schräg drin, also da ist irgendwas mit dem Gewindegang nicht ganz stimmig. Und jetzt habe ich das direkt mal zum Anlass genommen, mir auch die anderen anzusehen, die einen Anlaufring haben. Die sehen auch nicht sonderlich gut aus. Zudem, das Kugellager hat auch ziemlich viel Spiel, ja, fühlt sich also nicht so gut an. Dass ein Parallelanschlag ja hier komplett außerhalb des 90-Grad-Winkels ist. Also das ist hier nicht mehr eine minimale Abweichung, das sind keine Fertigungstoleranzen, sondern da ja, ist wahrscheinlich ein LKW beim Einladen drüber gefahren. Wir werden das jetzt hier mal per Hand richten. Aber das ist natürlich, und das muss ich immer so ein bisschen im Hinterkopf dabei behalten, für jemanden, der ja, sich noch nicht so intensiv mit den ganzen Werkzeugen, mit dem Hobby auseinandergesetzt hat, sondern sich denkt, ah, naja, ist ja schön, damit zu starten. Da muss man ja auch erstmal drauf kommen, dass das hier eigentlich so nicht ja, verkauft werden sollte. Gleiches gilt natürlich auch für die Kugellager oder vielmehr hier für die Schraube. Das sehe ich jetzt, weil ich mich da schon ein paar Mal mit beschäftigt habe und natürlich auch die Referenz habe, wie sowas korrekt aussehen sollte. Dass man da jetzt irgendwie drauf guckt und denkt, naja, ist dann ein bisschen schräg, wird schon so richtig sein, halte ich für eine gefährliche Sache. Also den werde ich auf jeden Fall nicht ausprobieren. Das heißt, wir bleiben hier später im Versuch nur bei unserem Radienfräser. Gut, dann ist eine Sache, die ich normalerweise, ja, wahrscheinlich wie ihr alle zu Hause eher in die Ecke feuer, weil wer braucht schon Gebrauchsanleitungen? Fand das jetzt hier aber ganz interessant. Was kriegt man denn eigentlich an die Hand, wenn man bei einem Discounter ein Werkzeug kauft? Das gibt es also für Sicherheitsbelehrungen. Und fand da jetzt ein paar Sachen gar nicht so schlecht. Also hier wird auf jeden Fall auf den Gegenlauf hingewiesen, also immer im Gegenlauf gefräst werden sollte. Sehen wir uns dann gleich aber auch nochmal kurz an. Und was ich hier sehr interessant finde, das Fräsen in Vollmaterial ist nur in kleinen Schritten möglich. Maximal 1-2 mm Spantiefe. Tiefere Nuten müssen in mehreren Arbeitsgängen gefräst werden. Das heißt, wenn der Hersteller das schon von sich aus so in die Unterlagen schreibt, dann ja, dürfen wir jetzt eigentlich die Maschine wahrscheinlich auch nicht verteufeln, wenn wir gleich 3 mm nicht in einem Durchgang hinkriegen. Also 1-2 mm Nut ist natürlich, ja, kann man eigentlich schon vergessen, was willst du damit? Ne? Also brauchst du für eine 10 mm Nut 10-5 Durchgänge. Ja, weiß ich nicht, wie weit wir damit kommen, aber gut. Sehen wir uns gleich an. Vielleicht ist es einfach so ein bisschen die Sicherheit, in die sich der Hersteller da bewegen möchte. Wir werden das natürlich auch gleich noch mal ein bisschen quälen, das Maschinchen. Ja, zur Einstellung. Was haben wir hier für Möglichkeiten? Es gibt hier einen Knopf, mit dem wir die Höhe justieren können. Das heißt erstmal hier ziemlich grob. Und dann gibt es hier unten noch eine Feinjustierung. Was mir direkt auffällt, ist, dass hier leider sehr viel Spiel in unserer Grundplatte vorhanden ist. Das heißt, auch hier die Führung, ja, ist nicht wirklich führend. Dann gibt es hier seitlich noch ein kleines unterdimensioniertes Knöpfchen, mit dem ich dann hier die Höhe arretieren kann. Das heißt, ist das zugedreht, bewegt sich hier nichts mehr. Was mir allerdings direkt aufgefallen ist, wenn ich das jetzt ja hier ein bisschen reinbewege, da ich hier sehr viel Spiel drin habe, kann es natürlich auch sein,
jetzt mal übertrieben gesagt, dass ich das so festspanne, dass es von vornherein gar nicht rechtwinklig fräst. Das ist wahrscheinlich in manchen Sachen ein bisschen zu vernachlässigen, aber sollte grundsätzlich nicht sein. Müsst ihr euch also vorstellen, im Prinzip steht der Fräser jetzt so. Ja. Sehen wir uns dann gleich im Fräsbild an, ob das Unterschiede macht, aber man kann natürlich da schon von ausgehen, dass da die Fertigungstoleranzen relativ groß sind. Sofern das in der Konstruktion überhaupt berücksichtigt wurde, dass es hier parallel geführt wird. Wir werden das hier gleich nochmal aufschrauben, das Maschinchen, und uns ansehen, was da vielleicht für Fehler unterlaufen sind bei der grundsätzlichen Konstruktion beim Design einer solchen Maschine. Gut, dann haben wir hier auch noch die Möglichkeit, dann die sogenannte parallele Führung zu montieren. Ich muss jetzt schon sagen, alles sehr unterdimensioniert und ihr braucht auf jeden Fall auch schon ein bisschen Muckis in den Finger, denn ja, wenn die Hebelchen auch so klein sind, dann habt ihr natürlich wenig Angriffsfläche, um das hier wirklich zu arretieren. Aber gut, okay, dann müssen wir wohl durch. Platte hier unten ist ein Kunststoff, ja, kein besonders hochwertiger, also das wird kein POM sein, sondern irgendwas sehr günstiges. Schrauben wir gleich auch mal auf, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es hier drunter hohl ist. Okay, gut, jetzt hat sie schon ein bisschen einen wegbekommen. Wir werden jetzt hier mal die Fräser einspannen. Im Lieferumfang haben wir eine 8 mm Spannzange und eine 6 mm Spannzange enthalten. Das heißt, es dürfte jetzt eigentlich so für die meisten Anwendungen, für die meisten Fräser, die wir so bekommen, erstmal ausreichend sein, dass wir hier keine 12 mm Spannzange im Lieferumfang enthalten haben. Ist, glaube ich, nachvollziehbar. Solch große Sachen, also irgendwelche Treppenfräsen oder sowas, könnt ihr damit, glaube ich, eh vergessen. Ich habe jetzt hier mal eine Stahlstange eingespannt anstatt eines Fräsers, damit wir hier besser erkennen können, inwieweit jetzt hier die Grundplatte verläuft. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, wie ich jetzt vermutet hatte. Na doch. Das ist schon ordentlich. Also auch seitlich können wir hier eine extreme Abweichung haben. Ja. Also tatsächlich habe ich ja auch die Möglichkeit, das so schräg zu spannen. Ich weiß es ja nicht, wie es eigentlich laufen soll. Okay, also das ist gar nicht schön. Das ist nicht gut. Okay, also die Aussage, mal gucken, ob sich das auswirkt, können wir natürlich bei solchen Abweichungen auch wieder zurückziehen. Das wird sich auf jeden Fall auswirken. Das ist nicht schön. Ich werde jetzt hier einmal den Fräser arretieren. Schlüssel ist immerhin beigelegt. Okay, dann wollen wir uns mal hier ans Fräsen begeben. Das heißt, ich stelle den jetzt hier erstmal grob ein und möchte ja, dass hier der maximale Radius erreicht wird. Wir müssen es natürlich auch nochmal umlaufend gucken. Nicht, dass er jetzt schräg steht. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Problematik natürlich auch bei dieser Grundplatte, die sich jetzt hier so sehr bewegt. Ja, müssen wir tatsächlich jetzt hier mit Auge einstellen. Also das ist natürlich schon, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. So, probieren wir es mal so. Ich muss den Fräser jetzt nochmal rausnehmen. Ich hatte nämlich vergessen, dass der Absaugstutzen zuerst montiert werden muss. Mal schauen, der wird hier, glaube ich, nur reingeklipst. Oh, der muss sogar komplett raus. Ja, ganz schön eng bemessen. Genau, wird hier rüber gedreht und jetzt ist er arretiert. Und jetzt können wir hier den Fräser reinfummeln. Okay, so schauen wir mal, ob hier unsere 36 mm hineinpassen von unserem Absaugschlauch. Das passt wirklich hervorragend. Also ihr könnt eure Parkside-Kantenfräse auf jeden Fall mit dem Festool-Sauger absaugen. ist ja ein Maß, das werden auch andere haben. Gut zu wissen. Okay, gut, alles klar. Dann muss ich jetzt hier nochmal einstellen. Und dann wollen wir mal.
Tja, probieren geht über studieren. Die Oberflächenqualität hier ist natürlich eine absolute Katastrophe. Das liegt meines Erachtens vor allem an der geringen Drehzahl. Wir haben hier eine Drehzahl von 19.500 Umdrehungen pro Minute. Und wenn ich das richtig gehört habe, dann ist die Drehzahl in dem Moment, wo ich dann auch hier Kontakt mit dem Werkstück hatte, ordentlich eingebrochen. Bei den Kantenfräsen, die man sonst so auf dem Markt findet, haben wir eigentlich eine Drehzahl von, wenn sie denn fest eingestellt ist, so wie hier, also nicht regulierbar, von ungefähr 30.000. Und das macht gerade bei kleinen Fräsern doch nochmal einen ganz großen Unterschied. Ja, also eigentlich so die Faustregel, je geringer der Fräsdurchmesser oder Bohrdurchmesser, desto höher muss die Drehzahl sein. Für größere Fräsdurchmesser muss man umgekehrt sagen, fehlt dem Ding hier auf jeden Fall schon die Kraft, wenn er jetzt schon einbricht. Also das ist eine ganz blöde Sache. Was auch ein bisschen blöd ist, der Absaugstutzen, der lässt sich hier nicht so richtig arretieren. Das heißt, wenn ich hier auch nur so ganz leicht gegenkomme, dann ist der auch schon gelöst. Es könnte im schlimmsten Fall dazu führen, dass das hier rausfällt und dass natürlich dann auch der Fräser ein bisschen was vom Absaugstutzen dann mit anfräst. Gut, also der erste Lauf war nicht ganz so schön. Wir werden jetzt hier mal eine 2 mm tiefe Nut fräsen. Das ist die Feineinstellung tatsächlich ganz praktisch. Wenn wir jetzt hier auf exakt 2 mm einstellen, müssen natürlich noch so ein bisschen die wackelnde Grundplatte mit einkalkulieren. Na gut, lassen wir so. Ja, in den 5 mm, den Versuch haben wir eigentlich direkt abgebrochen. Ihr habt gesehen, das ist einfach nur nach links und rechts geeiert. Total unkontrollierbar, musst du wirklich mit beiden Händen da ordentlich festhalten. Ist sowieso immer empfohlen, beide Hände an der Maschine zu haben, aber das ja, war hier zwingend erforderlich und ihr seht, das ist trotzdem nicht kontrolliert durchführbar. Auch hier mit dem Parallelanschlag, ne, der verläuft natürlich dann auch relativ schnell. Muss ich jetzt die Kantenfräse so ein bisschen in Schutz nehmen? Das kriegen eigentlich wenige Kantenfräsen hin, weil natürlich ja, da einfach wenig Auflagefläche ist und in der Regel auch keine parallele Führung möglich ist. Das heißt, in der Regel wird dann auch nur hier mit einer Stange das Ganze fixiert. Die verwindet sich natürlich auch schnell. Vielleicht tun wir dem Maschinchen ja auch Unrecht, könnte man jetzt denken. Und es liegt einfach nur an den günstigen Fräsern. Darum schnappe ich jetzt ja hier einen von unseren Festool-Fräsern. Ich glaube, da müssen wir um die Qualität nicht großartig diskutieren. Das heißt, tauschen wir einmal aus. Ganz wichtig bitte, wenn ihr da unerfahren seid und das noch nicht wisst, unbedingt immer den Akku entfernen oder wenn ihr eine Maschine habt, die kabelgebunden ist, vom Stromnetz entfernen, dann können wir uns sicher sein, dass da nicht großartig was passiert, während wir den Fräser tauschen. Gut, also Spiel wieder rückgängig. Gut, auch der Fräser ist jetzt arretiert. Wollen wir mal schauen, vielleicht haben wir hiermit mehr Glück. Die Oberfläche war ein Ticken besser, ob man das jetzt hier in einem nicht ganz so homogenen Werkstoff wie dem Holz auch beurteilen kann nach einer Fräsung, sei dahingestellt. Die Schneiden sind auf jeden Fall wesentlich schärfer, als wir hier jetzt von Parkside bekommen haben. Das könnte das erklären, was auf jeden Fall sehr, sehr ärgerlich ist. Ich habe hier die Kantenfräse am Anfang so eingestellt, dass wir hier einen schönen sauberen Radius haben. Und das könnt ihr auch sehen, je mehr ich gefräst habe, desto größer ist diese Stufe geworden. Das liegt ganz einfach daran, obwohl ich hier diesen Drehknopf wirklich voll arretiert habe, also der ist am Anschlag, kann ich hier immer noch die Grundplatte bewegen. Ja, das heißt, selbst wenn ihr euch die Mühe gemacht habt und vorher hier mit einem Winkel versucht habt, das wirklich gerade auszurichten, dann sagt uns das Ganze trotzdem, wenn wir nur ein bisschen zu viel Druck ausüben, und mit ein bisschen zu viel Druck meine ich das hier, ja, also so gut wie gar nichts, vielleicht ein Kilo Belastung. Was sich ja auch, ne, hier oben ist extra die Ablage für die zweite Hand, einfach nicht vermeiden lässt. Ja,
Das ist ein sehr ärgerliches Ergebnis. Das heißt, wir können auch davon ausgehen, dass es bei Nuten oder bei allen anderen Sachen, die wir hier vorhaben, auch passieren wird. Jetzt machen wir nochmal eben einen Versuch in Hartholz. Hab hier ein Stück Pflaume und das Zwetschgenholz. Ja, sehen wir mal, wie sie sich da anstellt. Und dann nehmen wir das mal auseinander. Na, jetzt haben wir doch immerhin schon mal so ein 50% schönes Ergebnis. Der Fräser ist natürlich auch hier wieder ein bisschen abgesackt. Also die Grundplatte könnte man natürlich sagen, okay, von vornherein so weit nach unten drücken, dann arretieren. Dann steht zwar der Fräser schief, aber naja, immerhin haben wir dann keine Stufe drin. In so einem dichten Holz wie jetzt der Zwetschge oder vielleicht auch einer Buche oder einem Ahorn, da haben wir natürlich ein bisschen weniger Schwierigkeiten mit den Ausrissen. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, dass es auch da vielleicht mal so ein bisschen gegen die Faser gefräst wird oder vielleicht auch mal so ein paar kleine Astverläufe und so drin sind, wird es wahrscheinlich ein ähnliches Ergebnis wie bei der Fichte geben. Drehzahl ist einfach zu gering. Gut, wir schrauben jetzt erstmal das Ding auseinander und sehen, was man da hätte besser machen können oder erstmal grundsätzlich, was falsch gelaufen ist. Ich habe es jetzt noch mal ein bisschen weiter auseinandergebaut, damit ich euch jetzt zeigen kann, wo das Problem mit der Führung ist. Während hier bei der Feineinstellung der Bolzen immerhin noch mal in eine Metallrohr geführt wird, läuft hier der Bolzen einfach nur in unserem Spritzgussteil aus Kunststoff. Und da ist natürlich davon auszugehen, wenn wir jetzt hier schon dieses Spiel haben, dass es im Laufe der Zeit an den Flächen, an den Stellen, wo der Stahl reibt, natürlich noch schlechter wird. Zu dem Rest kann ich jetzt leider nicht so viel sagen. Vielleicht könnt ihr auch noch mal einen Blick drauf werfen, wie das hier mit der Elektrik aussieht. Fällt mir jetzt erstmal nichts sonderlich Erschreckendes bei auf. Was mir auch unangenehm aufgefallen ist, das Anschalten der Maschine ist teilweise sehr schwergängig. Wenn ich also hier zu weit vorne den Knopf drücke, dann ja, geht das schon gar nicht. Muss also wirklich hier mittig drücken, mich so ein bisschen darauf konzentrieren, dann nach vorne drücken. Finde ich unangenehm bei der Handhabung. Und beim Ausschalten, ja, gilt das Gleiche in die andere Richtung. Wenn ich jetzt hier nur so über den Knopf drüber gehe, dann gelingt mir das Ausschalten nicht. Muss also auch hier wieder auf meine Fingerposition achten. Und gerade beim Ausschalten, das muss eigentlich sehr leichtgängig sein. Also eine Maschine sollte sich immer leichter ausschalten als anschalten lassen, wenn mal irgendwie was damit passieren sollte. Kommen wir zum Fazit und das fällt natürlich sehr schlecht aus. Überhaupt gar keine Kaufempfehlung, eher Prädikat Finger weg. Das ist ein Produkt, was sehr viele Ressourcen fordert und leider überhaupt gar keinen Spaß macht. Ja, also muss ich wirklich so ganz hart sagen, es mag verführerisch sein, dieser günstige Preis. Und ich weiß auch, dass nicht jeder hier das Geld investieren möchte für eine Festool-Kantenfräse. Auch vollkommen nachvollziehbar. Also ein schönes Gerät, da fühlt sich natürlich auch alles ein bisschen besser an. Hebelchen und sowas, alles größer dimensioniert. Aber der Preis ist natürlich eine Ansage. Darum eine Empfehlung aus der Praxis, eine Kantenfräse, die wir sowohl in zwei Betrieben im Einsatz hatten, als auch ich, der dann sich irgendwann gedacht hat, okay, wenn die gewerblich so gut funktioniert, dann auch für mich im Privaten. Das ist die Kantenfräse von Makita RT0700. Schaut da mal nach, wir haben auch mal unten einen Link in die Beschreibung gepackt. Das ist meine Empfehlung an euch, eine Kantenfräse, mit der man wirklich sehr gut arbeiten kann. Die gibt es als einfache Basis, da kostet die so um die 130, 140 Euro oder alternativ sogar noch mit einem zusätzlichen Fräskorb. Das heißt, ihr habt damit dann auch die Möglichkeit, Tauchfräsung auszuführen und das ist meines Erachtens dann für so ungefähr 230 Euro möglich. Eine Empfehlung, die ich euch da wirklich geben kann, die ist dann kabelgebunden, hat dann keinen Akku, gibt es aber glaube ich von Makita auch nochmal. Ich weiß allerdings auch nicht, ob man unbedingt Akku bei einer Kantenfräse benötigt. Ich bin ja eh so der Kandidat, der sagt, Akkugeräte machen vor allem dann Sinn, wenn wir einen Akkuschrauber haben oder viel außerhalb unterwegs sind auf Montage. Aber ich denke mal, die meisten von euch sind in der Werkstatt zu Hause und Geräte, die abgesaugt werden müssen, wie dieser Kandidat hier, naja, da ist es dann wesentlich einfacher, wenn wir die dann sowieso durch den Schlauch von unserem Staubsauger auch direkt noch an die Steckdose haben. Dann geht das nämlich auch mit dem automatischen An- und Ausschalten. So muss ich ja immer noch mal separat das Knöpfchen drücken. Oder ihr habt natürlich auch wieder Bluetooth-Vorsatz da dran, aber das sind halt eben alles so Geschichten, da würde ich sagen,
ja, das geht so ein bisschen über die Zielgruppe, die hier eigentlich angesprochen werden soll, hinaus. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ihr seid hier mit dem Akkusystem, wie gesagt, bei so knapp unter 70 Euro, kabelgebundene Kantenfräse, da können wir bei 130 Euro loslegen, könnt auch gerne mal eure Erfahrungen zu der Bosch damit reinschreiben, wie die sich so schlägt oder vielleicht auch noch mal ein paar andere Infos, aber kurzum, Finger weg von dem Produkt hier, schade drum, aber kann ich euch wirklich nicht empfehlen. Dann holt euch lieber einen alten gebrauchten Hobel oder formt euch irgendwie ein Schleifpapier und macht damit die Kanten, bevor ihr euch das Ding hier antut. Ehrliche Meinung, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich hätte mir auch gerne was anderes vorgestellt, aber so ist es nun mal. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut, tschüss.